gut auf, ne? Das weißt du. Ja, das soll es ja auch. Nochmal Tomatensoße. Der Teig schaut aber gut aus. Danke. Bitte. Habe ein bisschen gebraucht, bis ich ihn so schön hingekriegt habe von der Form her. Ja, das dauert, das ist normal. Aber jetzt habe ich es endlich so, wie ich es mir Nö. vorgestellt hatte, jawohl. Noch. So. Knoblauch hast du auch dran? Ist drin in der Soße, jawohl. Gut. So. Als erstes kommen ein paar Scheiben vom Schinken drauf. Schön. Kommen ein paar Speckstreifen bzw. Speckwürfel drauf. Müssen aber nicht zu viele sein, weil die recht salzig sind. Und wenn man es nicht so arg salzig will, dann sollte man da etwas sparsamer mit denen sein. So, die haben wir drauf. Jetzt kommen die Bananenscheibchen drauf. Ich mache eine geteilte Pizza, dass meine Mama auch was kriegt. Die mag Bananen auf der Pizza nämlich nicht. Dann tue ich sie nämlich nur auf eine Hälfte. Und das genügt dann. Dann Mandarinen. Da weiß ich jetzt nicht, ob sie auch welche möchte. Wisst ihr welche drauf? Nicht? Okay, dann natürlich nur bei mir welche drauf. So. Manchmal klebt es ein bisschen. Das waren die Zutaten und jetzt kommt noch Käse drüber. Ich habe hier jetzt eine Mischung aus Parmesan und geriebenem Bergkäse. Man kann natürlich auch geriebenen Mozzarella nehmen.
weiß jetzt nicht, ob das genügt. Ich glaube aber schon. So. So. Das war's. Jetzt kommt sie in den Backofen. Den habe ich vorgeheizt 20 Minuten. Wir haben einen Gasherd mit Stufe 6. Das sind etwa 240 Grad Celsius. Da kommt sie jetzt rein und backt etwa, ja, eine Viertelstunde bis 20 Minuten.